So, Jürgen Melzer in Wimbledon, erste Runde gewonnen. Jürgen, erzähl mal, was ist cool an Wimbledon? Ja, Wimbledon ist natürlich was ganz Geiles, weil man hier, es ist irgendwie ein besonderes Flair. Es ist kein Turnier wie jedes andere, allein wenn man sich schon die Erdbeeren um 4 Pfund reinzieht, ist das was. Hast du schon Erdbeeren gegessen? Natürlich, jeden Tag mindestens zwei. Die sind aber teuer, oder? Natürlich, aber das kann man sich dann irgendwie leisten. Wir haben doch einiges an Geld auf unserem Badge drauf, also ich wäre nicht verhungern an den Dingern. Das ist interessant. Ihr habt ja sozusagen auf eurem Pass Geld, das ihr verbrauchen könnt. Wie viel ist das so pro Tag? 30 Pfund pro Tag. Bei den Preisen hier geht sich da nicht ganz so viel aus, aber für zweimal Essen am Tag reicht's. Okay, was passiert heute noch an so einem spielfreien Tag? Ja, ich werde mich jetzt gemütlich in die Garderobe verpflanzen, dort vielleicht noch ein bisschen blöd reden mit den anderen Spielern und dann zurück ins Hotel fahren und am Abend natürlich Fußball gucken. Wer ist der, der vielleicht am meisten schwätzt in der Umkleide? Wahrscheinlich Roger Federer. Ehrlich? Ja. Das glaubt man gar nicht. Doch draußen sehr ruhig, innen drinnen gibt er Gas. Okay, vielen Dank, Jürgen. Ciao.